Hey Leute, was macht ihr denn schon hier? Ich bin hier gerade am Frühstücken, also das ist jetzt wirklich nichts Interessantes. Nein, Spaß. Ich erkläre euch mal, was heute so abgeht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Begrüßung, wollte ich einfach mal ausprobieren. So, bin ich scharf? Ich bin scharf, ja. So, ich habe mir meine neuen Haare das erste Mal mit Wachs gemacht. Und was geht halt so ab? Also, eigentlich nur eine Sache, die ist ein ziemlich langer Trip. Und zwar fahre ich mit meiner Oma, bei der ich jeden zweiten Dienstag bin, wenn ich zum Klavier gehe. Ich gehe jede Woche Dienstag zum Klavier, aber ich bin halt jeden zweiten Dienstag. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber meine Oma, das ist die Oma, wo ich halt immer beim Klavier bin, jede zweite Woche am Dienstag. Und die kommt gebürtig nicht aus dieser Gegend, aber sie wohnt hier. Und mit ihr fahre ich dann zum Grab von ihrer Mutter. Das liegt ungefähr da, wo mein Vater wohnt. Bisschen weiter hinter, ich glaube noch 40 Kilometer weiter weg, also ungefähr, ja, sagen wir 120 Kilometer von hier. Vielleicht besuche ich dann ja meinen Vater noch mit ihr, weiß ich noch gar nicht. Und meine Frisur sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Wie findet ihr das? Habe ich ja schon im letzten Vlog gefragt. Aber sie kommt doch schon in, wie viele Minuten? In 4 Minuten, deshalb würde ich sagen, beeile ich mich jetzt erstmal mit dem Essen. So, meine Oma ist jetzt da und würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Jetzt bei meinem Vater angekommen und ihr bleibt im Auto, weil das wäre voll sinnlos, weil ich da die Kamera mitnehmen würde. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich so richtig gesagt habe, aber wir sind jetzt noch kurz bei meinem Vater, weil der, wie ich gesagt habe, in der Gegend hier wohnt. Danke, Oma. Und jetzt essen wir noch eben zum Mittag und dann fahren wir zum Friedhof. Ihr bleibt aber drin, weil das halt keinen Sinn machen würde, wenn ich die zum Mittagessen mit reinnehmen würde, dann würde ich die höchstens nur vergessen. Deshalb bleibt ihr im Auto. So, wir waren jetzt da bei meinem Vater. Wir haben es jetzt schon locker 3 Stunden später. Wir haben auch noch Kuchen gegessen. Und jetzt fahren wir zu dem Grab. Ein bisschen gerade auf dem Stativ, also auf dem Gorillapod. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu störend ist. So, jetzt würde ich sagen, halte ich mich mal dran, damit ich den Vlog noch rechtzeitig hochbekomme. Wir haben es jetzt 17.45 Uhr, muss den noch komplett schneiden und dann muss er noch eine Stunde rendern. Dann noch 20 Minuten hochladen. Das bedeutet, ich habe jetzt eine gute 45 Minuten Zeit, um das hinzukriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, aber ich versuche es auf jeden Fall. So, der Vlog ist jetzt fertig geschnitten innerhalb von, ja, nicht mal einer Stunde habe ich es geschafft. In 45 Minuten, so wie ich gesagt habe eigentlich sogar. 5 Minuten habe ich länger gebraucht, aber der Vlog, also der Computer meint jetzt, dass er hier eine Stunde drin rumrendern muss. Deshalb kann es höchstwahrscheinlich sein, dass er später kommt, weil er dann auch noch hochladen muss. Und da wir über Internet einen Fernseher laufen haben, nicht der Sky hat, den haben wir natürlich original, sondern halt den anderen, so einen Internet-Receiver, keine Ahnung warum. Weil wir so einen älteren Fernseher haben und da geht das damit halt besser. Dann haben wir da halt alle HD und so. Und deshalb ist der Upload dann auch langsamer, bis zu einer halben Stunde. Und deshalb kommt er vielleicht ein bisschen später. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an und folgt mir auf Instagram und Twitter. Nein, Spaß, aber guckt ihn euch auf jeden Fall an. Der ist richtig, richtig gut geworden. Der Link ist dazu ganz oben in der Beschreibung oder am Ende des Vlogs. Der ist echt ziemlich gut geworden, weil ich auch eine andere Art von Vlogging ausprobiert habe.